Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem offiziellen Kanal von SJCam, unterstützt durch sjcamhd.com. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach eine Timelapse erstellen könnt. Vor einigen Tagen bzw. Wochen habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht, wie man eine Timelapse erstellt, doch durch das neue Firmware-Update der Kameras ist es nun möglich, das Ganze mit der Videolapse zu machen. Wie das geht, zeigen wir euch heute. Viel Spaß! Was ihr für eine Videolapse braucht, ist eigentlich ziemlich wenig. Erstens eine SJCam, zweitens ein Stativ und drittens ein wenig Zeit. Zuerst schaltet ihr die Kamera an und richtet sie auf euer Motiv aus. Danach drückt ihr zweimal auf den Mode-Knopf, sodass ihr in das Menü der Kamera kommt. Dort bewegt ihr euch mit den Pfeiltasten auf das Icon Videolapse und bestätigt mit OK. Mit einem Druck auf den nach unten Knopf kommt ihr in ein Untermenü, in welchem ihr verschiedenste Dinge einstellen könnt. Wir gehen jetzt nur auf den Punkt Videolapse ein. Hier kann man 1 Sekunde, 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden und 1 Minute einstellen. Wählt ihr 1 Sekunde aus, ist das Video am Ende 30 mal so schnell wie in der Realität. Wählt ihr 5 Sekunden aus, ist das 150 mal so schnell wie in der Realität. Wählt ihr 20 Sekunden aus, ist das 900 mal so schnell wie in der Realität. Und wählt ihr 1 Minute aus, ist das 1800 mal so schnell wie in der Realität. Möchtet ihr zum Beispiel eine Autofahrt oder eine Menschenmenge filmen, würde ich euch definitiv ein Bild pro Sekunde bzw. 1 Sekunde empfehlen. Wollt ihr aber einen Tag-Nacht-Zyklus filmen, ist definitiv ein Bild pro Minute bzw. 1 Minute zu empfehlen. Möchtet ihr jedoch einen Sonnenuntergang filmen, solltet ihr 5 bis 10 Sekunden verwenden. Mit dem Auslöser bestätigt ihr eure Auswahl und mit dem Mode-Button schließt ihr das Untermenü wieder. Jetzt müsst ihr nur noch den Auslöser drücken und warten. Die Kamera schneidet dann das fertige Video automatisch zusammen und euer Zeitraffer ist fertig. Hier seht ihr nochmal ein Beispiel von einem Sonnenuntergang an der Nordseeküste. Das war's dann mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao!